Was weiß ich, wie das Arschloch ist. Sifurika. Hier. Keine Ahnung, wo der ist, keine Ahnung, wo der herkommt. Und nach unseren Informationen ist er der Vorsteher des Beschwörerkreises. Ja, was weiß ich. Auf Noch ein jeden Fall. Ziel, oder was? Ja, wenn wir den umbringen, hätte sie wohl 50 Mann, die ganz vernünftig sind. Mit 50 Mann können wir die Hauptstraße aufrollen. Ja. Und ordentlich Ablenkung verursachen. Und sie hat ja halt noch so 100 Bauern, aber die kannst du halt vergessen. Also, folgender Plan. Wir schalten Seforika aus, oder zumindest sein Sammelsurium an Fingernägeln. Dann fallen wir bei dem Ork mit der Tür ins Haus. Wie gesagt, wenn ich die Beherrschung, die er aufgebaut hat, brechen kann, ist das vielleicht gar nicht notwendig. Ich möchte nicht davor stehen und dann von euch erfahren, dass es nicht geht. Wäre ziemlich ungünstig, in der Tat. Denke allerdings, es ist eine sehr vielversprechende Idee. Ich denke hierbei, sobald Zumok seine astralen Kräfte gesammelt hat, dass er vielleicht gerade bei den Goblins die Beherrschung brechen kann. Das liegt daran, dass Goblins wertlos sind. Sie können allerdings Chaos verursachen. Und sie glauben doch an diese Wildschweingottheit. Vielleicht könnte Tion ihn dann mit seiner Illusionsmagie ein solches erscheinen lassen, das die Orks dann angreift. Bei allem Respekt, da verlasse ich mich lieber auf die Söldner. Vielleicht kann er mit einer Illusion die ganzen Söldner in den Wildschwein verwandeln. Nein, das wäre nicht hilfreich. Schieben wir dies also nach hinten, denn wir müssen entweder Zephorica ausschalten oder Zumox muss sich regenerieren. Was noch? Wir sollten Sephorika eh umbringen. 50 Zephorica Mann ist auf. oben, Das auf ist dem wahr, aber über ihn Berg. wissen wir nichts und wir kommen schwer ran. Nichts, was wir heute Nacht noch in Angriff nehmen können. Raphim, hast du mehr herausgefunden? Vielleicht über diesen Schattenschlag von der Drachengarde? Sonst Naja, irgendwelche er soll Leute? treu sein, ziemlich gefährlich. Aber was das für ein Mann ist, kann ich euch auch nicht sagen. Ich hatte gehofft, er würde sich in ähnlichen, sagen wir, Etablissements herumtreiben. Wir könnten ihn vielleicht rauslocken, indem wir ein paar seiner Männer umbringen, aber ob das klappt, weiß ich natürlich nicht. Wäre ein Versuch wert. Im schlimmsten Falle sind wir ein paar Drachengardisten los. Nun, Nein, im wie wäre schlimmsten Falle haben es, wir alle an den Hacken. wenn Sumox sich als Beschwörer dort oben bewirbt? Ich Was? glaube nicht, dass das so ein offenes Konglomerat ist, wo man einfach Eintritte hält. Ich Ich denke eher, will dass die einen einladen. außerdem nicht zu den Echsen. Also Also werdet ich will früher oder Echsen. später zu den Echsen müssen, also gewöhnt euch an den Gedanken. Ich bin dafür, wir kümmern uns als erstes um Mangrave, besorgen uns eigentlich eine Alchemiker und platzieren danach Fallen mit Hilfe der Alchemiker in der Stadt, um die Drachengardisten zu töten. Ja, Locken gut. so den Anführer raus, bringen den um, danach stürmen wir nach oben, bringen diesen komischen Wichser da um, wie auch immer er heißt. Ist Serifurika. Und dann. Seforika. Damit sichern wir Ja. uns die Unterstützung der Söldner und können uns den Ork annehmen. Richtig. Vielleicht können uns auch die Alchemiker, die vor Mangraves Laboratorium stehen, irgendwie hilfreich sein in dieser Nacht. Das wird wohl Theonin in Augenschein nehmen müssen. Ja, Theonin, was war das denn eigentlich, was davor stand? Es hat ekelhaft gerochen. Es roch so wie eine gewisse Säure, die entsteht bei alchemistischen Vorgängen. Sie riecht ekelerregend, ist aber nicht weiter gefährlich. Vielleicht ein Mittel, um nun ja gewisse Leute fernzuhalten. Oder um Leute aus gewissen, ich denke an Stinkbomben. So in der Richtung, ein Stinktöpfchen, aber Stinktöpfchen sind noch etwas schlimmer. Boltax, könnt ihr irgendwie einen Weg finden, dass wir unterirdisch in das Labor reinkommen? Theoretisch, wenn ich im Vollbesitz meiner Kräfte wäre, wäre das ein geringes Problem, aber der Kampf. Boah. Ja, da trinkt doch Isaruns Zauberding. Ja, leck mich. Das Ding ist, ich müsste ein oder zwei sicherlich dann Durchsuchungsleiten durchbringen können, aber ich weiß nicht, was unterhalb des Berges ist.
und... Dort in die Röhren festsitzen, haben wir keine Möglichkeit, euch rauszuholen. Mir gefällt das nicht. Eben. Habt ihr nicht irgendwas, womit ihr schauen könnt, wo ein Eingang wäre? Etwas, um es zu orten? Ja. Die meisten Zwerge können so etwas doch fast erschnuppern, hat man mir zumindest immer gesagt. Ja, die Nase der Zwerge ist da schon etwas besser, aber nur weil manche Zwerge unterirdische Hohlräume besser erkennen könnten, heißt das noch lange nicht, dass wir das jetzt genauso riechen. Natürlich, wenn ich in einer Binge bin oder so, dann rieche ich, wo die frische Luft herkommt und wo die abgestandene Luft herkommt und daran orientiere ich mich. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich der Trüffelschwein über den Marktplatz gehe und sage, oh, hier ist ein Gang. Das kann ich zu nicht. Schade. Ja. Gibt es nicht irgendwelche Hilfsmittel, die ihr benutzen könnt? Die Druiden zu Hause haben immer ihre Wünschelruten und Pendel gehabt. Hatten wir das mit der Wünschelrute nicht schon einmal? Ich finde diese immer noch sehr nützlich. Glaube ich, hier würde uns eine Wünschelrute wenig helfen. Denkt an die ganzen Kraftlinien, die hier verlaufen. Also auf jeden Fall haben wir, um das nochmal zusammenzufassen, wir wollen mehrere Ziele hintereinander treffen, nicht wahr? Und nach unserem derzeitigen Plan treffen wir heute Nacht nur eins, und das ist Mangrave. Mhm. Und jetzt ist die Frage, sollten wir auffallen? Wir werden auffallen, das ist keine Frage. Selbst vor allem, wenn wir es nicht in einem Rutsch hindurch machen, wird auffallen, dass Leute sterben und der Rest wird in Hochalarm sein. Nun, keine Überlebenden. Das ist schon mal ein hilfreiches Ding. Mir ist gerade der Gedanke gekommen, Goldhand. Weißt du eigentlich, wie sehr ich die Granatäpfel vermisse, die wir damals hatten? Ich habe auf dem Markt einige Alchemiker überall gesehen. Theonin, wie gut seid ihr in Alchemie und könntet ihr eventuell mit den nötigen Zutaten so etwas herstellen? Ich denke schon. Ich bräuchte eigentlich ein Labor. Wenn wir es mit dem angreifen. Von und die nötigen Rezeptur mitnehmen. Ich meine, ein paar Granatäpfel und dann wär's das auch mit den Orks, nicht wahr? Sicherlich, wenn wir ein vernünftiges Labor haben, dann ließen sie alles möglich anstellen. Und wir haben kein vernünftiges Labor und ich würde die Stadt gern intakt an die andere Kirche übergeben. Ließen sich solche Granatäpfel vom Effekt her auch umkehren? Das klingt jedoch sehr nach einer sehr heißen Variante. Vielleicht etwas wie Eisäpfel. Eisäpfel? Ah, nun, ihr seid die Alchemisten. Ich nicht. Ich denke, so etwas wurde noch nicht hergestellt. In kürzester Zeit können wir das vermutlich nicht herstellen. Mit etwas Forschung vielleicht schon. Etwas, das die Temperatur in einem gewissen Umkreis für kurze Zeit rapide sinken lässt. Das wäre sehr hilfreich. Dann wäre ein Caldofrigo angebrachter oder ein Corpofrigo. Ich habe allerdings gehört, dass die Drachen gerade durchaus ein Arsenal haben soll. Vielleicht lohnt es sich dort als allererstes vorbeizuschauen und das die Zutaten dort mitgehen zu lassen. Ich weiß nicht. Wir werden noch viel mit den Drachen zusammentreffen. Theonin, wie lange würde es dauern, etwas solches zusammenzurühren? Ich denke, 1-2 Stunden, das müsste reichen. Also Oti weiß ich es gerade nicht, aber ich gehe davon aus. Wir müssen zuerst Mangrave töten. Mangrave hat alle Chemiker, die ihr wollt. Mangrave hat das Labor, das wir brauchen. Und wahrscheinlich auch eine Sammlung. Also die Not können wir das auch nachlesen. Mir gefällt der Gedanke zwar nicht, seine Tür einzutreten und die Sache relativ unvorbereitet anzugehen, aber es erscheint mir wie die beste Möglichkeit. Ich würde immer noch für einen etwas diffizileren und diskreteren Weg raten. Nun, Boltax wird uns wohl einen organisieren können. Aber auch keinen sehr guten, wie ich es verstehe. Wie gesagt, ich kann dir ein Loch in die Fassade schneiden. Das ist doch schon mal gut. Oder in den Erdboden, wenn unterhalb der Straße zufällig sich das Labor dorthin extendiert. Wie weit könnt ihr Erde auflösen bzw. bewegen? Auflösen, bewegen, woran denkt ihr? Nun, ich dachte mir, ein Haus in der Umgebung, was vielleicht nicht bewohnt ist, was über einen Keller verfügt. Ja, wenn ein Haus, was in der Nähe ist, über einen Keller verfügt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Keller irgendwie miteinander verbunden sind. Nun ja, zur Not schaffen wir eine Verbindung, aber dazu bräuchten wir Wissen über die Reichweite eures Kantos.
Welches Kantus? Oder eures Rituals. Wovon redet ihr denn jetzt bitte? Was wollt ihr denn anstellen? Ihr wollt ein Loch in diesen Erdboden bohren, nicht wahr? Genau. Ich nehme mein Dolch und schneide durch den Naturstein. Ah. An. Also doch ein Geodenritual? Ja. Ist dies wirklich der Moment für magietheoretische Erörterungen? Ja, es ist wichtig. Also, wie weit könnt ihr mit diesem Dolchritual den Weg freischaufeln? Ich kann einmal schneiden pro Tag. Also ich kann einen schönen Kreis schneiden oder einen kleineren Kreis, je nachdem, wie auffällig es sein soll. Und das Gestein verschwindet dann? Nein, oder das Gestein. Ich habe perfekt durch das Gestein geschnitten. Also ihr habt einen Schnitt in einer Hauswand, aber die Hauswand steht immer noch. Richtig. Und dann nehmen wir das Teil, ziehen es heraus, setzen es an die Seite, krabbeln alle herein. Der Letzte nimmt das Teil wieder und zieht es von innen an die Stelle, wo es ihr wisst sagt. Schon, wie man Gebäude baut. Das ist mir bewusst. Nun, dann kann man dieses Stück nicht einfach herausnehmen und zur Seite stellen. Das ist bewusst, oder? Doch, wenn es ein kleines Stück ist. Nun gut. Wenn das Haus über ihm zusammenbricht, naja. Ups. Ja, und wenn wir darunter stehen, ist das nicht ups. Ja, wenn wir darunter stehen, dann finden wir. Habt ihr eine bessere Idee, bei Mangrave reinzukommen, dann äußert die jetzt. Denn ich habe keine. Ich habe mal eine OT-Frage, und zwar, warum war er früher als so die sauberste Stadt eigentlich des ganzen Kontinents bekannt? Ja. Und ich meine, die hätten auch ein Kanalisationssystem. Erinnere ich mich da falsch oder gab es das? Kanalisation hat Romulus. Warung ist nur bekannt für Straßennamen und Hausnummern. Mir wäre, dass ich mal irgendwo gelesen hätte, dass die halt auch eine Kanalisation hätten, aber gut. Es ist eine Kanalisation, aber nicht natürlich entstanden. Genau, also es gibt viele Risse im Molchenberg. Da war aber auch niemals, also damals war auch niemand da drin. Also das war schon immer totes Gelände. Niemand wusste genau, warum man das nicht macht, aber es war halt sehr finster da unten. Wissen wir über diese Risse im Molchenberg? Also die könnt ihr auch im Gestein sehen, unabhängig davon, dass jetzt Isarun direkt davor stand. Wenn ihr euch den Molchenberg, der neben euch nochmal nach oben ragt, ansieht, da sind überall irgendwie Risse drin. Mal sind sie sehr fein und mal sind sie halt ein bisschen größer. Und da kann man dann in der Schwärze verschwinden. Aber was sich dahinter befindet, keine Ahnung. Mir schwant nämlich die Idee, dass man durch diese Risse Tunnel bewegt in der Stadt. Und wie kommen wir da ran? Indem wir einen Riss benutzen und verbreitern. Und wie finden wir dann unseren Weg? Suchen. Suchen. Im Dunkeln. Alleine. Unter Tage, es ist... Ja, wir haben was Fackeln zur Not. Da trete ich lieber Mangrace vor der Tür ein. Und das will ich schon nicht. Na gut, dann nicht. War nur Idee. Ich will auch nicht sagen, aber es ist wirklich nicht gerade klug in einem Tunnelsystem, das wir nicht kennen und von dem wir keine Ausmaße kennen und bei dem wir annehmen müssen, dass irgendwie Ghule sind, uns da dann zu bewegen, wenn wir es unbedingt müssen. Da stimme ich zu. Wir sollten vielleicht auf den Marktplatz zurückkehren, dort Alchemiker besorgen und unten an der Rezeption nachfragen, ob es vielleicht Labore zum Mieten gibt. Oh, ich habe noch eine gute Idee. Die Drachengarde ist ja patrouilliert ja immer vor Mangraves Haus. Wenn man nun geschickt werfen könnte und jeweils ein oder zwei Scharadenbeutel in die Nachbarhäuser werfen könnte, so könnte man für etwas Ablenkung sorgen. Also durch den Kamin vielleicht oder durch ein Fenster oder etwas ähnliches. Und wir könnten uns dann ganz still und heimlich an unser Werk tun. Also... Ich bin immer noch der Überzeugung, Mangraves Haus ist doch, steht doch allen offen. Oder nicht? Wenn wir eh da einfach nur in die Wand schneiden, warum gehen wir nicht einfach rein? Das macht doch dann keinen Unterschied. Das denke ich auch. Dann ist das doch viel zu viel Aufwand für keinen Gewinn. Tatsächlich ist das richtig. Können wir dann nicht... freundlich und zivilisiert hineingehen und ein Gespräch mit ihm anfangen und ihm dann den Hals umdrehen, dann ist er immerhin schon mal im selben Raum wie wir. Das können wir gerne so machen. Das hat bei der Frau in Elbrum ja auch gut funktioniert. Wir,
Also, dann, also, kostet uns zumindest erstmal nichts. Und wenn wir eh da anfangen, dann können wir da auch einfach hingehen. Gut, dann gehen wir so hin, hinein. Brauchen wir sonst noch irgendwelche Vorbereitungen? Wollt ihr mit Alchemiker dort hineingehen? Nun, es würde den Schaden, sie in der Tasche zu haben, oder? Vermutlich nicht. Ich denke dabei gerade an astrale Unterstützung, nicht wahr, Sumox? Ja, wenn es möglich wäre, hier noch ein, zwei Tränke zu erstehen, wäre das sicherlich hilfreich. Gut, wir werden uns also auf dem Marktplatz umsehen. Ich werde euch dann begleiten und für euch handeln. Dazu mal, wer eh noch solche Duftmasken brauchen. Solche Masken könnten uns auch tatsächlich helfen, ein wenig zu verschleiern, wer wir sind, dass man nicht sofort unsere Gesichter sieht. Gut, guter Punkt, denke, ja. Ich denke, von meiner Statur her werde ich nicht verschleiern können, dass ich ein Zwerg bin. Das nicht, aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass Mangraith uns sieht. Das Problem ist, dass die Wachen mich halt vor dem Haus schon gesehen haben und Abelmir. Abelmir wird sich sicherlich verschleiern können, aber meine Zwergengestalt, und ich denke, es gibt jetzt nicht so viele Zwerge hier in der Stadt. Ja, aber je nachdem, wie aufmerksam war, hat uns der Nekromant auch schon damals gesehen bei der Schlacht. Wenn wir da einfach frontal reingehen, warum sollte das die Wachen interessieren? Ich meine ja nur, es könnte auffallen. Also meine Größe. Ja, durchaus. Was schlagt ihr aber deswegen vor? Wollt ihr euch auf Rafims Schultern setzen und einen Mantel überwerfen und dann seid ihr der Kriegsoger? Haha, das wäre eine lustige Idee, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, auf diese Täuschung würden die Wachen auch nicht hereinfallen. Nun, wir wissen ja, wie die Wachen aussehen. Ich denke, wenn sie patrouillieren, könnten wir einen Augenblick abpassen, in dem eine andere Wache vielleicht vor dem Haus Wache hält. Nun gut, ja. Dann könnt ihr die Treppen wieder hinuntersteigen von eurer kleinen Suite im Hotel Kaiserdrachen direkt nach unten, wo ihr dann wieder vor der Rezeption steht, wo ihr tatsächlich erkennen könnt, wie dort ein kleines Mädchen steht. Ihr würdet sagen, so grob 10 Jahre alt, schwarze Haare und leuchtende violette Augen, die dort gerade steht und wohl mit dem Mann hinter dem Tresen verhandelt. Nickt da wohl gerade, dreht sich um und geht nach draußen. Wer war das wohl? Ich würde mal zu dem Hotelier gehen und ab einer Rezeption. Entschuldigt? Ja, was können wir für euch tun? Wer war das? Verzeiht, wir dürfen leider keine Auskünfte über andere Gäste treffen, beziehungsweise... Natürlich, mir kam es bloß etwas merkwürdig vor. Ein kleines Mädchen kommt hier rein, in so einer gefährlichen Stadt. Nun, wenn ihr wüsstet, um wen es sich dabei handelt, dann würdet ihr sie, glaube ich, nicht mehr als kleines Mädchen, was sie zwar natürlich ist, aber schutzlos ist sie keinesfalls. Nickt er dir freundlich zu. Ja, ich verstehe. Wir dürfen, wie gesagt, leider keine Auskünfte geben. Ich gehe zurück. Die ist gefährlich, die Kleine, anscheinend. Naja, solange sie uns nicht gefährlich wird, ist mir das egal. Wir sollten herausfinden, wer sie ist und wo sie hingeht. Aha. Wollt ihr euch dafür freiwillig melden? Wenn es denn sein muss. Vielleicht. Diese Kleine ist sehr auffällig. Also ich denke, wir finden ein paar Leute, die uns vielleicht Informationen verkaufen können. Ich denke doch, alles hier ist sehr auffällig und gefährlich. Nun ja, ein kleines Mädchen, was alleine durch diese Stadt läuft. Sie dürfte nicht unbekannt sein. Wir haben jetzt wohl Besseres zu tun. Fragen wir morgen herum. Genau das. So könnt ihr wieder nach draußen treten und steht auf dem Markt. Mittlerweile, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, hat er sich doch dann sehr geleert und ihr seht, dass die einzelnen Vorhänge vorgezogen werden, hölzerne Läden, die dann nach vorne geklappt werden und auch dann die ein oder anderen Händler, die mittlerweile nach in die verschiedenen Richtungen stiefeln. Also sowohl dann euch entgegen zum Kaiserdrachen oder aber in die etwas anderen, günstigeren Geschäfte beziehungsweise die anderen Tavernen, die etwas günstiger sind.
Während ihr euch so ein bisschen umseht und immer noch so nach dem Rechten sucht, könnt ihr jetzt auch erkennen, wie die Stadtwache etwas schwerer patrouilliert. Das sind unter anderem Söldner, die gelangweilten Torwachen, Bauern. Ja, Jarafim hat das schon erkannt, also wirklich kompetent sehen die nicht aus, aber unter anderem eben auch Drachengardisten, die dann umso kompetenter aussehen. Ein wildes Mischmasch ans Mensurium an Leuten, die hier vorbeigehen. Unter anderem auch viele Skelette, die mittlerweile herauskommen und weiter schwere Dinge schleppen. Hey, ihr wollt denn auf dem Markt noch ein paar Sachen besorgen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich würde vorschlagen, wir gucken auf den Marktplatz direkt vor unserem Hotel und gucken uns nach einem Alchemistenhändler um, der Zutat verkauft. Ja, wenn ihr sucht, werdet ihr sicherlich jemanden finden. Da sind allerdings schon die Läden vorgeklappt. Da bist du gerade dabei abzuschließen. Warte nicht mehr, tut mir leid. Ich mach gerade zu. Aber guter Mann, ich bin mir sicher, es lässt sich für uns beide ein vorteilhafter Handel aus dieser Sache schließen. Ah, mit euch. Tut mir leid, das war alle in allen Ehren, aber ja, so geizig wie ihr seid. Oh, aber bitte, wir sind nicht geizig, wir wissen Dinge nur zu schätzen. Und ich weiß es sehr zu schätzen, wenn ihr noch ein paar winzig kleine Kleinigkeiten für uns hättet. Dann lass mal ein paar Edelsteine springen. Sonst fange ich hier gar nicht erst an aufzuschließen. Und gar nicht erst an zu falschen, ich weiß genau, wie viel ihr habt. Ich hab 2 Goldmünzen raus. Schaut dich ein bisschen an. Nee. Mach 10 draus und wehe, davon blutet einer. Dann mache ich 11 draus. Steckt sie sich ein, schließt wieder auf. Kannst du das ein bisschen rumpeln hören und dann siehst du, wie die Balustrade wieder so ein bisschen nach unten geklappt wird. So, jetzt fange ich auch ein bisschen an, mal mit euch zu reden. Was soll es denn überhaupt sein? Ich kann nicht dafür garantieren, dass ich irgendwas habe, was ihr braucht oder was ihr haben wollt. Wir benötigen Erdpech oder Steinöl. 2 Steine. 2 Steine? Mhm. Er hantiert da wohl gerade mit so einer kleinen Kaufmannswaage, versucht da so das ein oder andere rumzuschieben an Gewichten und misst da wohl gerade irgendwas ab. Ruft ihr da sowas in einen kleinen Beutel rein? 5 Unzen reinster Schwefel. Gratenfelser, ja. Wenn ihr habt. Weiter? Etwas Walrat. 5 Unzen. 10 Unzen Holzkohle. Er fängt mittlerweile, er hat eben abgemessen, jetzt hört er dir weiter zu, hört auf, mittlerweile weiter zu schaufeln. Ihr wollt Brandöl herstellen. Kümmert euch das? Schaut drüber zu Goldhand. Streckt die Hand aus. Ich gebe ihm das Doppelte. Also nochmal das, was ich ihm gerade gegeben habe. Ist so dann eine halbe Unze Orazahlkleber. Ja, Orazahl habe ich nicht da, aber ihr könnt das substituieren mit Knochenmehl. Dann nehme ich Knochenleim. Ja, schüttelt so ein bisschen mit der Hand und schaufelt das dann alles weiter in so eine kleine Tüte. Oder in die mehrere kleine Tüten. Die Handwerkskunst meines Kameraden hier kennt, bräuchten wir wohl auch noch einige Masken für den Atem. Die Pestdoktorenmasken meint ihr? Ja, die habe ich hier leider nicht, aber die Kräuter kann ich euch dafür verkaufen. Die sollte hinreichend sein. Er schüttelt weiter mit dem Kopf, misst das dann alles wieder aus und nach ungefähr 10 Minuten habt ihr dann die ganzen Waren, die ihr braucht. Sagt, verkauft ihr auch fertige Tränke? Sicher. Kommt aber drauf an. Brandöl darf ich nicht verkaufen. Das tut ihr ja auch nicht. Nein, es geht um unseren Kollegen vom Eisfach hier. Ich zeige mal auf Sumox. Er benötigt mehr von der Astralkraft. Zaubertränke, meint ihr? Natürlich. Ach Gott. Das wird euch auch wieder teuer zu kommen. Er überlegt. Kurz so ein bisschen zu Boltax. Also, ich habe einen, aber der ist halt aus dem Norden. Und ich meine damit nicht Gloranien, sondern vom See. Solltet ihr wissen, wer den trinkt. Ich glaube nicht, dass die Ionelemente damit sehr harmonisch schwingen würden. Habt ihr denn Materialien dafür?
Materialien zum selber brauen, ja sicher, da könnt ihr dann noch die Suchtsubstanzen könnt ihr dann rauslassen. Kann ich euch aber auch geben, macht den Zaubertrank sicherlich um einiges besser. Ja, dann ist das doch die bessere Alternative, nicht wahr, Sumox? Mhm. Was würden uns dann Materialien für 3 Tränke kosten? Ja, machen wir einfach den dreifachen Preis raus, weil ihr so nett seid. Von mir kommt ein Zähneknirschen. So, ist ja weiter wohl am Schaufeln, weiter am Ausmessen. Dauert wieder 10 Minuten, bis ihr dann die Rohmaterialien für 3 Zaubertränke habt. Vielleicht würde ich einen Jutebeutel packen oder einen Beutel vermutlich oder Kiste, wie auch immer. Und ich wäre soweit. 6 Dukatenmaterial kosten pro Stück. Dementsprechend mal 3 sind wir bei 12, 18 Dukaten. Mein WDA spricht von 30. Das ist doch das fertige Ding. Der vor Nein, dem Schrägstrich. Beschaffung 30D. Das hinten ist die Verbreitung. Oh, das habe ich voll verpeilt. Der Preis für den fertigen, kannst du unten ablesen. Der liegt bei mindestens 60 Dukaten. Oh, shit. Okay, so gut. Nee, dann machen wir 30 mal 3. 30, ne? Ja. Ja. 30 für die Beschaffung mal 3 sind 90 plus dann die Materialien für euren Brandapfel. Listenpreis 15. 15, gut. Plus dann die 22, die du ihm bezahlt hast, damit er A aufschließt und B seine Schnauze hält. Legt er die Kräuter wenigstens for free oben drauf? Ja, macht er. Nun, das war doch ein sehr guter Handel. Ihr werdet feststellen, dass ihr beide einen enormen Gewinn an dieser Sache gemacht habt. Ja, das könnt ihr natürlich interpretieren, wie ihr wollt. Hauptsache, ich habe das Geld. Lasst euch damit nicht erwischen. Und wenn ihr den Gebranntapfel irgendwie hinbekommt und schmeißt, ich kenne euch nicht, ich habe euch nie gesehen. Aber natürlich nicht. Nun, dann sei der Hüter des immerwährenden Goldes mit euch auf eurem restlichen Handelstag. Gehabt euch wohl.